Nein, Florian, ich habe schon eine Story. Siegfeld, Eldorado für Wirtschaftskriminelle. Moment, was soll das heißen, Wirtschaftskriminelle? Das ist ein sauberes Geschäft. Sauber. Was ist das denn? Gase. Hochgiftig. Das ist eine Bodenanalyse des ehemaligen Kasernengeländes in Siegfeld. Die kennst du ja vielleicht. Das ganze Gebiet ist verseucht. Der Boden ist derart kontaminiert, dass schon ein kurzer Aufenthalt dort im Grunde gesundheitsschädlich ist. Und soweit ich weiß, hat niemand vor, das Gelände vor Baubeginn zu sanieren. Ja, nein. Ich habe das hier noch nie gesehen, Jochen. Ich kann es einfach nicht glauben. Es hat mich ehrlich gesagt sowieso gewundert, dass ihr ausgerechnet mit Kugelimmobilien zusammenarbeitet. Die sind auf ihre Machenschaften am Rande der Legalität bekannt. Aber diesmal gehen sie ein wenig zu weit. Ich kann es nicht glauben. Jochen, bist du sicher, dass diese Fakten stimmen? Hundertprozentig. Glaubst du, ich würde sonst so eine Aktion veranstalten, mit dir herausfahren? Ich erzähle dir das alles nur, damit du die Chance hast, rechtzeitig auszusteigen, bevor ich die ganze Sache auffliegen lasse. Hallo. Aber Ingrid, jetzt habe ich gar nichts für dich mitgebracht. Ne? Nicht einmal. Nicht einmal ein Blümchen. Na, Hauptsache, du bist da. Ja. Halt. Ihr habt ja noch gar nicht angefangen. Ingrid, bitte, 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 ganz, ganz dringend. Ein Bierchen, ne? Du auch? Also, alles Gute, ja? Ciao. Du weißt, der Michi haben am Flughafen in Barcelona das gesamte Gepäck gestohlen. Was, die geht nur raus aus dem Flughafen und erkundigt sich nach dem Weg? Entschuldigung, Ingrid, tut mir echt leid, aber kannst du das vielleicht mit deiner Friseuse besprechen? Bitte? Weißt du, was mir in Sardinien neulich passiert ist? Da waren auch so ein paar Typen, die dachten, sie müssen sich mein Gepäck rein. Sag mal, Ingrid, bitte so ein ganz kleines Schlückchen von diesem leckeren Schnaps, ja? So ein verkappter Taxifahrer. Nur ein ganz kleines. Schnappt sich mein Gepäck. Ja, danke. Und ab in sein Auto. Aber nicht mit mir. Ja, ja, guten Morgen. Haslinger. Komm mit, Haslinger. Dein Vater ist zurück aus der russischen Gefangenschaft. Guten Morgen. Passt es jetzt oder störe ich gerade? Nein, 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 komm rein, setz dich. Na? Noch ein schönes Wochenende gehabt? Ja, ja. Wir waren am Sonntag dann noch... Hier. Weißt du, was das hier ist? Das hier, das ist das ultimative Programm für den ganzen Cashflow. Lohnverrechnung, Lagerbestände, der ganze Mist, alles in einem Programm. Kannst du dir vorstellen, was uns das an Einsparung bringt? Ha? Alleine der Buchhaltung? Kannst du dir vorstellen, was das heißt? Ja, dass ich die nächsten 3 Wochen vor dem Computer sitze, um das Programm zu checken. Eigentlich wollte ich ja noch auf Urlaub. Aber ich werde das Ingrid sicher irgendwie erklären können. Und das mit dem Urlaub? Das sollte überhaupt kein Problem sein. Oh. Weißt du, ich habe so schlecht geschlafen die letzten 3 Nächte. Das hat mir so zugesetzt, diese Entscheidung. Aber so ein System macht ja nur Sinn, wenn man auf der anderen Seite kräftig einspart. Ich wollte dir einfach das Wochenende nicht verderben. Ich finde das echt sowas von empörend. Gerade du müsstest doch wissen, was das an Einsparungen bedeutet, hä? Ist dir eigentlich klar, was ich an Opfern bringe für diese Firma, Tag für Tag, ja? Ich kann überhaupt nicht mehr segeln. Meine Ehe ist auch schon kaputt. Hast du mal darüber nachgedacht? Ach.
Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Aber hey, ich bin nicht nachtragend. Pass auf. Wenn du dich wieder abgeregt hast, dann gehen wir beide wieder ein Weinchen trinken.